Hi, ich bin Claire vom Planeten Erde und ich lebte das langweiligste Leben aller Zeiten, bis ein Fremder an meiner Tür mein Schicksal veränderte. Bevor ich weitermache, bitte liked und abonniert. Ich lebte mit meinem alleinerziehenden Dad auf dem Land. Meine Mom habe ich nie kennengelernt, weil sie wegging, als ich noch ein Baby war. Und obwohl Dad mir Essen machte, war er immer beschäftigt, um mit mir etwas zu unternehmen. An meinem 6. Geburtstag bat ich Dad, eine Bowlingparty für mich zu organisieren. Aber am Tag der Party hat er nur 8 Bowlingkegel vor unsere Einfahrt gestellt. Oh, das war so peinlich. Oh, und habe ich schon erwähnt, dass wir uns alle eine Bowlingkugel teilen mussten? Aber diese lahme Party war nur die Spitze des Eisbergs. Dad und ich hatten einfach nichts gemeinsam. Ich liebte zum Beispiel Pilze und er war allergisch gegen sie. Deshalb konnten wir nie Pilzsuppe essen. Aber er liebte Hotdogs und ich hasste sie. Also war er sauer, dass wir sie nie zum Mittagessen hatten. Wir konnten uns nicht einmal über die Nudelform einigen. Ich meine, warum sollte jemand Macaroni mögen? Die sehen doch aus wie kleine dicke Schnecken. Ich wollte Spaghetti. Und seine Vorstellung von einem lustigen Samstagabend war es, die Nachrichten zu schauen und den Fernseher anzuschreien, während ich lieber ein Spiel oder ein Konzert besuchen wollte. Dad sagte mir immer, ich sei wie ein hyperaktives Kleinkind. Immer noch besser als ein Stubenhocker. Wenn ich also nicht in der Schule war oder mit Freunden abhing, war mir immer total langweilig. Dann in der 11. Klasse bekamen wir einen seltsamen Gast. Darf ich reinkommen? Ich habe etwas Dringendes mit ihm zu besprechen. Es geht um ihre Tochter Clara. Dad und ich waren misstrauisch, aber wir beschlossen, ihn anzuhören. Und dann erzählt er uns eine wilde Geschichte. Ich war nicht die echte Tochter meines Dads. Anscheinend hatte mich die Krankenschwester bei der Geburt mit dem Baby der Königin vertauscht. Ja, sehr witzig. Du bist also hier, um mir zu sagen, dass ich die Prinzessin von Dänemark bin? Coole Geschichte, Bro. Ja, nicht wirklich. Ich habe den Beweis hier. Heiliger Strohsack, er hatte recht. Der Ehemann der Königin war nicht mehr am Leben und die Königin wollte mich treffen. Sie möchte, dass dein Vater auch kommt. Als du im Krankenhaus vertauscht wurdest, wurde die echte Tochter deines Vaters versehentlich der Königin gegeben. Du kennst sie wahrscheinlich als Prinzessin Aida, aber sie möchte ihren biologischen Dad kennenlernen. Wow, ich stamme also wirklich aus einer königlichen Familie? Ich hatte schon immer das Gefühl, dass mein Dad und ich nicht verwandt sein können. Wir fuhren an diesem Wochenende zum Palast und als wir ankamen, war alles so schick. Ich war so sehr damit beschäftigt, meine Umgebung zu bewundern, dass ich nicht bemerkte, wie Prinzessin Aida mit einem Mädchen herausstürmte. Eure Hoheit, ihr müsst morgen Abend zu der Versammlung kommen. Prinz Karl wird dort sein. Eure Mutter hat gehofft, dass ihr euch eines Tages verloben könntet. Nein, daraus wird nichts. Also hör auf, mich danach zu fragen. Ihr müsst mir nicht euren Kaugummi ins Gesicht kleben. Das ist sehr unhöflich. Richtet Prinz Karotte einen Gruß von mir aus, Prinz Karl. Heiliger Strohsack, das war Prinzessin Aida, die leibliche Tochter meines Dads? Später fand ich heraus, dass sie dafür bekannt war, ihre königlichen Pflichten zu vernachlässigen. Beim Abendessen sollte ich endlich meine Mom kennenlernen. Und als ich sie sah, blieb mir fast das Herz stehen. Sie war so schön. Ich denke, von einer Königin kann man nicht weniger erwarten, aber trotzdem. Mein liebes Mädchen, ich kann nicht glauben, dass ich dich nach all den Jahren endlich wiedersehe. Ich konnte es auch nicht glauben. Während des Essens stellte ich fest, dass Mom die süßeste Person überhaupt ist. Sie wollte alles über mich wissen. Dad hatte noch nie so viel Interesse gezeigt. Sie bestand sogar darauf, dass ich im Gästehaus übernachte. Ich war gerade am Einschlafen, als ich plötzlich ein Wein aus dem Flur hörte. Ich schlich aus meinem Zimmer und fand Aida schluchzend auf der Treppe. Ich hasse mein Leben. Ich bin noch nicht einmal 18 Jahre alt. Und Mom zwingt mich, mich zu verloben. Ich habe Prinz Karotte schon einmal getroffen. Und er hat die längsten Nasenhaare, die ich je gesehen habe. Es tut mir leid, aber das ist ein No-Go. Komm schon, so schlimm kann es doch nicht sein. Ich bin sicher, du kannst ihn überreden, seine Nasenhaare zu kürzen. Es geht nicht um die Nasenhaare. Ich habe einfach den ganzen Druck satt, den man als königliche Prinzessin hat. Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Ich meine, es klingt für mich irgendwie lustig. Schrei mich nicht an, Mann. Es ist nur so, dass ich das langweiligste Leben überhaupt habe. Und dann hatte ich eine geniale Idee. Vielleicht könnten Aida und ich unser Leben tauschen. Ich würde Dad sagen, dass ich mehr über meine Herkunft erfahren und mich mit meiner Mom anfreunden möchte. Und Aida könnte Mom um eine Auszeit bitten. Ich habe Aida meinen Plan gleich vorgeschlagen, aber sie war nicht zufrieden.
Das könnten wir eine Zeit lang machen. Aber was ist, wenn du Mom davon überzeugst, dass du den Thron erbst und nicht ich? Auf diese Weise wären wir beide glücklich. Ich trage weniger Verantwortung und du hast ein aufregenderes Leben. Ist das dein Ernst? Ich bin dabei. Am nächsten Morgen haben Aida und ich unsere Eltern davon überzeugt, das Zuhause zu wechseln, damit jeder eine Beziehung zu seinen leiblichen Eltern aufbauen kann. Zwinker, zwinker. Mom freute sich schon darauf, mir das königliche Leben beizubringen. Dad hatte Schwierigkeiten, seinen Arbeitsplan unterzubringen, damit er seine Tochter kennenlernen konnte. Ich zog bald in den Palast ein und alles war unglaublich. Ich betete Mom an. Ich liebte es, das Leben einer Prinzessin zu leben. Und Aida erzählte mir am Smartphone, dass sie sich viel entspannter fühlte. Ich hatte nur ein paar Probleme. Warum musste mein Kleid so lang sein? Und warum muss das so eng sitzen? Eine der Bediensteten sagte mir, ich sehe aus, als hätte ich Menstruationskrämpfe. Und das Schlimmste war das Essen. Als ich bei Dad lebte, dachte ich immer, ich hätte einen feinen Gaumen, denn er hatte den Gaumen eines Babys. Aber das war, bevor mir der Koch Schnecken servierte. Na los, probier die Schnecken. Ich will die Freude in deinem Gesicht sehen, wenn du schmeckst, wie köstlich sie sind. Köstlich, in der Tat. Hast du die Wand da drüben gesehen? Bäh! Eines Tages ging ich im Garten spazieren, als ich plötzlich über einen spitzen Stein stolperte. Geht es Ihnen gut, Miss? Als ich aufblickte, sah ich einen Jungen in meinem Alter. Und er war so süß. Nur ein tollpatschiger Sturz. Aber ich bin ziemlich zerkratzt. Er zog mich sanft hoch und als wir Blickkontakt hatten, fühlte ich, wie mein Herz wild schlug. Der Typ sagte, er würde mir eine Kräuterbehandlung besorgen. Und als er zurückkam, versorgte er mir meine Wunden. Er hieß Stefan und war der Sohn des Gärtners. Oh, danke, du bist nur ein armer Diener. Es war nur ein bisschen schwierig, unter all diesen königlichen Snobs zu sein. Nichts für ungut. Okay. Naja, was machst du eigentlich hier im Palast? Ich habe Stefan alles erzählt und auch die ganze Verwechslung zwischen biologischen Eltern und Tochter. Jetzt, wo ich weiß, dass du königlich bist, muss ich mich also vor dir verbeugen? Er lächelte mich an und ich spürte, wie rot ich wurde. Von diesem Tag an begann ich, Stefan jeden Tag zu besuchen, wenn ich Zeit hatte, und half ihm im Garten. Schließlich fragte er mich, ob ich mit ihm ausgehen wolle. Und ich sagte ja, unsere Verbindung war sofort da. Und als ich anfing, Zeit mit Stefan zu verbringen, vergaß ich alles und jeden. Einmal hatten wir ein Date am Abend und ich war überrascht, als ich einen FaceTime-Anruf von Aida bekam, weil ich seit Wochen nicht mehr an sie gedacht hatte. Sie erzählte mir, wie sie mit der Königin gesprochen hatte, die unglaublich beeindruckt war, wie viel ich in kurzer Zeit über das königliche Leben gelernt hatte. Ich kann nicht glauben, wie gut alles... Clara, du siehst verwirrt aus. Ja, ich habe ein sehr, sehr angenehmes Date mit meinem Freund. Du hast jetzt einen Freund? Ja. Ich treffe mich mit Stefan, dem Sohn des Gärtners, und ich glaube, er ist der beste Küsser der Welt. Clara, du kannst dich nicht mit einem der Palastarbeiter verabreden. Das ist gesunder Menschenverstand. Bitte, es ist 2023. Ich könnte immer noch den Thron übernehmen und einen gewöhnlichen Jungen heiraten. Hör mir jetzt zu. Ich will nicht den Thron erben. Ich dachte, bei diesem Plan geht es darum, dass wir beide glücklich sind. Wenn du also nicht willst, dass ich mich von einer Klippe stürze, solltest du das besser nicht machen. Ich sagte ihr, dass ich mir eine Lösung ausdenken würde, aber einen Monat später eskalierte der Ärger. Mom hatte ein wichtiges Abendessen mit einigen Beamten und wollte, dass ich, Dad und Aida mitkommen. Ich fragte, ob Stefan auch dabei sein könnte, und Mom sagte ja. Sie wollte, dass alle ihre Ankündigung hören. Wie ihr alle wisst, wurde ich mit meiner leiblichen Tochter Clara wieder vereint. Seit ein paar Monaten wohnt sie hier und lernt alles über die königlichen Abläufe im Palast. Nach monatelangen Beratungen mit den Behörden haben wir beschlossen, dass Clara anstelle von Aida den Thron erben wird. Wenn Aida nächste Woche 18 Jahre alt wird, wird sie ihren königlichen Titel ganz aufgeben. Alle am Tisch wurden still und ich sah, wie Aida mich freudig anstrahlte. Unser Plan hatte funktioniert. Mom hatte sich sogar mit Dad beraten und er hatte zugestimmt. In diesem Moment sah ich Stefan mit seinen verträumten blauen Augen und ich wusste, dass ich das Thema ansprechen musste. Aber als ich Mom erzählte, dass Stefan und ich zusammen waren, starrte sie mich mit einem verwirrten Blick an.
Ich hab dir doch gesagt, dass du dich irgendwann in diesem Jahr mit Prinz Karl verloben wirst. Schon vergessen? Du fragst mich doch nicht wirklich, ob du den Sohn meines Gärtners heiraten kannst, oder? Naja, ich hab keine Ahnung vom Heiraten. Ich bin erst 17, Bro. Aber Stefan und ich lieben uns. Und wenn es bedeutet, dass ich nicht mit der Person zusammen sein kann, die ich liebe, dann will ich keine Prinzessin sein. Mom sah aus, als würde sie gleich einen Schlaganfall haben. Eure Hoheit, wenn die Dinge zwischen mir und Clara weiterhin so gut laufen, wollen wir eines Tages heiraten. Viele Bürgerliche heiraten in das Könighaus ein, wie... Aber ich hatte schon einen Plan und einen Verlobten im Kopf. Weißt du, was ich durchgemacht habe, um dir das königliche Erbe zu verschaffen? Ja, ich dachte, das wäre das Beste für das Land und würde Aida eine Last von den Schultern nehmen. Aber ich habe das nur für dich getan. Ich habe deine Kindheit und den größten Teil deiner Jugend verpasst. Und ich habe die Chance verpasst, dir meine Liebe zu geben. Also gebe ich dir diese Liebe jetzt. Ich wusste, dass sie das Herz am rechten Fleck hatte. Aber das königliche Leben war nicht das, das sie für mich wollte. Also lehnte ich das Thronerbe ab und ging. Aber Aida rannte mir hinterher. Bist du verrückt? Vor 6 Monaten warst du verrückt nach der Idee. Und jetzt gibst du es auf, um dich mit einem dummen Pflanzenfresser zu verabreden? Erstens habe ich gesagt, dass Stefan Pflanzen mag. Ich habe nicht gesagt, dass er Pflanzen isst. Er ist ein Junge, kein Kaninchen. Okay, worüber reden wir eigentlich? Warum hast du diesen Deal mit mir gemacht, wenn du dich nicht daran hältst? Für dich mag es ein bedeutungsloses Spiel gewesen sein, aber das ist hier mein Leben und das ist kein Joke. Ich weiß und es tut mir leid. Damals habe ich geglaubt, dass ich das Leben mit dir tauschen wollte. Aber ich glaube, was ich wirklich wollte, war ein Abenteuer. Und bei Mom macht es viel mehr Spaß als bei Dad. Und jetzt wird mir klar, dass ich eigentlich gar keine königliche Prinzessin sein will. Ich wollte weder dich noch Mom manipulieren. Aber ich kann mein Glück nicht auf diese Weise opfern. Ich hoffe, du verstehst das. Am nächsten Morgen ging ich mit Dad zurück. Aida und Mom brachten den Kontakt zu mir ab. Ich fühlte mich schuldig, denn ich wusste, dass ich egoistisch gehandelt hatte. Trotzdem verabredeten Stefan und ich uns weiter und wir zogen nach meinem Highschool-Abschluss zusammen. Eines Tages bekam ich einen merkwürdigen Anruf. Es war Moms Sekretärin, die mir mitteilte, dass Aida schwer erkrankt und ins Koma gefallen war und dass sie nicht sicher waren, ob sie jemals wieder aufwachen würde. Der Königin geht es auch nicht so gut. Alle machen sich Sorgen um den Zustand der Monarchie. Ich war wie betäubt. Das Schlimmste war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich für die ganze Sache verantwortlich war. Denn die Königin war meine Mom und ich hatte mich geweigert, den Thron zu übernehmen. Als ich ins Krankenhaus ging, fand ich Mom an Aidas Bett. Und sie war erleichtert, mich zu sehen. Ich half die ganze Woche über im Palast aus, da Mom sich weigerte, Aidas Bett zu verlassen. Mir ging so vieles durch den Kopf. Eines Abends bat ich Stefan, ins Krankenhaus zu kommen, damit wir reden konnten. Du weißt, dass meine Mom mich braucht, oder? Ich liebe dich so sehr, aber ich glaube, ich muss mich jetzt auf sie konzentrieren. Also, machst du Schluss mit mir? Willst du Aidas Platz als Prinzessin einnehmen, weil sie im Koma liegt? Es ist viel komplizierter als das. Ich will nur nicht wieder meine Bedürfnisse über die meiner Familie stellen. Ich werde dich nie vergessen, aber wir können nicht zusammen sein. Und so habe ich mit ihm Schluss gemacht. Am nächsten Tag fragte ich Mom, ob ich für ein paar Tage wegfahren könnte, um auf andere Gedanken zu kommen. Und sie sagte ja. Ich ging zu Dad und erzählte ihm alles. Kann ich dir ein Geheimnis verraten? Ein schreckliches. Welches? Ich wünschte, ich hätte nie erfahren, dass Mom und Aida existieren. Ich hasse es, dass ich mich dafür verantwortlich fühle, dass Aida ins Koma gefallen ist. Aber ich weiß, dass es ein böser Gedanke ist. Das ist nicht böse, Clara. Dein Leben hat sich seitdem sehr verändert. Mal zum Besseren, mal zum Schlechteren. Aber ich glaube, sie hat dir eine Menge beigebracht. Mehr als ich es je getan habe. Ich weiß, ich hätte als Dad mehr für dich tun müssen. Nein, ich war ein ziemlich ungezogenes Kind. Aber ich finde, dass Spaghetti immer noch besser als Macaroni sind. Dad lachte nur und ich begann, mich besser zu fühlen. Ein paar Nächte später bekam ich einen Anruf von der Krankenschwester. Aida war aus ihrem Koma aufgewacht. Ich kehrte sofort ins Krankenhaus zurück. Dann begegnete ich Mom im Gespräch mit Stefan. Clara, ich habe dein Gespräch mit Stefan auf dem Flur mitbekommen, wie ihr euch getrennt habt, weil du dich um mich und deine königliche Familie kümmern wolltest. Und da wurde mir klar, wie egoistisch ich war, als ich versucht habe, dich zu verloben. Also rief ich Stefan zu mir und sagte ihm, dass ich möchte, dass ihr beide zusammen seid. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, aber mein Dad ist nicht nur Gärtner, sondern auch ein Kräuterheiler. Deshalb weiß ich auch so viel über Pflanzenheilkunde. Ich habe meinen Dad gebeten, ein Heilungsritual durchzuführen, um Aida aus dem Koma zu helfen. Ich atmete erleichtert auf und umarmte die beiden. Warte, hasst Aida mich immer noch, weil ich den Thron nicht übernommen habe?
Nein, als ich ihr gesagt habe, dass sie sich nicht mit diesem Prinzen verloben muss und aufhörte, so viel Druck auf sie auszuüben, hat sie gemerkt, dass sie das Prinzessinnen-Dasein nicht so sehr hasst. Das tat gut zu hören. Stefan nahm in dem Moment meine Hand und wir rannten zu Aida.